Selbstgrillbetrieb? Was ist mit dir los? Selbstgrillbetrieb hat hier Fahrstraße nicht eingestellt. Dann machen wir es halt. Und wir können den nochmal zu Ende einstellen. Ich weiß hier die meisten Befehle auswendig. Du sollst stellen. Ach so, lass mich raten. Ja, Selbststellbetrieb macht wieder automatisch. Selbststellbetrieb im Alleingang. Das I, was hat's mit dem I auf sich, was ich da eben gerade dahinter geschrieben habe? Hier, das ist ein Rangiersignal. Keine Ahnung, wie man dazu in der Fachsprache sagt, aber ich sag dazu Rangiersignal. Heißt zum Rangieren. Rangieren ist hier so, weiß ich nicht, wenn man hier zum Beispiel einen Güterzug hat, der von 152 auf das Signal, auf das Gleis 217 rangiert wird, dann gibt man eben ein 152 I, damit er auch weiß, welches Signal gemeint ist, weil I ist 152 I ist das hier und 152 II ist das hier. Ist also festgelegt, alles, was in die Richtung führt, ist halt I und alles, was in die Richtung führt, ist II. Und dann Strich, das steht für Rang, also für Rangier, ja. 217 und dann auch wieder I. Die Gegenrichtung wäre halt logischerweise das da. Und ja. Die Hauptsignale sind, wie ich schon angesprochen habe, durch diese Buchstaben gekennzeichnet. Heißt, die brauchen kein I. Wenn man jetzt also was hat, hier von 152 zum Beispiel zum Signal W252, dann gibt man das eben auch so ein. Und dann stellt er das dementsprechend. Wir haben einen Anruf bekommen, und zwar von Gersfeld. Was will denn Gersfeld von uns? Wir erwarten keinen Zug von Gersfeld, oder? Doch, den da. Hier fahren es leider Fulda. Ja, den nehmen wir mal an. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Alter, wir kriegen gerade so viele Anrufe. Oh! Hier an Gleis 4 ist irgendwas. Gehen wir gleich dran, aber erstmal muss ich mal gucken. Ja, in der Realität wäre es jetzt so, glaube ich zumindest, dass diese beiden Züge hier, der ankommende jetzt aus Gersfeld und der hier schon an Gleis 9 steht, kuppeln würden. Steht aber allerdings hier nicht drin im Rangierauftrag. Müsste ich also manuell hier im Rangierauftrag angeben für den Zug, für den hier. Aber das kann ich in der Demo-Version nicht machen. Heißt, das ist hinfällig und wir haben jetzt dann zwei verschiedene Züge und den einen tue ich dann halt an Gleis 7. Provisorischerweise. Was eigentlich nicht geht, weil hier ICEs durch müssen, aber geht halt nicht anders. Alles klar, wir nehmen mal den nächsten Anruf entgegen und zwar erstmal vom Zugfunk. Kann wegen einer Störung nicht weiterfahren, aber den wollen wir mal nicht stressen und Gleis 4 ist eh unbedeutend. Da kann der sich Zeit lassen. Und der nächste Anruf ist ja nicht so, als hätten wir schon genug. So, der macht jetzt Personalwechsel. Ich gebe das einfach so an, weil der macht Fulda Personalbahnhof Personalwechsel. Dann aus Prinzip gucke ich halt nochmal nach dem Zug. Das war der Zug 75731. Der kommt um 8 nach. 8 nach haben wir schon fast. Ach, das bist du. Okay, ist pünktlich. Wunderbar. Der Zugfunk will wieder was von uns. Okay, die brauchen die Polizei. Alter, so viele Zwischenfälle hatte ich noch nie. Das ist der Shit. Und schon wieder zwei neue Anrufe. Das ist gerade der Shit. Zum Glück habe ich Selbststellbetrieb angeschaltet, weil sonst würde ich hier gar nichts mehr gebacken kriegen. Kurz hier den Fahrweg für den Spasten einstellen.
Erstmal Polizei rufen. Polizei rufen geht hier über 112 und dann Ruf. Warum auch immer 112, ist mir egal. Auf jeden Fall brauchen wir die Polizei. Dankeschön. So, dann gleich mal Neuhof ranlassen. Alter! Gleich mal aufschreiben. Zug 61314 hat 110 Minuten Verspätung. Alter, und der nächste Anruf. Zug 52929, der da. Lösche ich raus aus der Liste. Dann das nach oben, das nach oben. Oh Gott! Nein, nicht gruppieren. Was willst denn du von mir? Ach ja, richtig, du bist der Zug, der hier durchfährt. Ich nehme mal die Fahrstraße zurück. Ha! Jetzt brauchen wir wieder das Ding hier, das da. Und zwar rot. Hier haben wir kein Rangiersignal, das ist gut, aber ich weiß nicht. Funktioniert natürlich nicht. Heißt, wir machen das jetzt mal zwangsweise. So. Und jetzt muss ich mal kurz ein bisschen aufdrehen. O257.Z, das funktioniert nicht. Ja, Z7 ist okay. Das braucht kein Mensch. Den Zug lassen wir jetzt mal über das Gütersignal, über das Gütergleis 5. Da ist nämlich kein Bahnsteig dran. Lassen wir hier mal vorbeiziehen. Und dann funktioniert das aber eh nicht, weil der liebe Zug hier, das funktioniert niemals. Das war klar. Schnauze. Weil der Zug will nämlich nicht auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Sehr schön. Du, jetzt hat er das nicht zurückgenommen. Jetzt hat er mir zwar einen Punkt aufgezweckt, aber dann nimmt das nicht zurück. Das wollte ich schon wieder nicht. Jetzt. So. Alles klar. P. Bla 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 bla. Ja. Jetzt hoffe ich mal, dass das Signal grün wird. Das Signal W254. Mal kurz gucken. Das Signal ist grün, wunderbar. Ich bin überfordert. Signal wird grün, mein Gott! Das Signal will nicht grün werden. Gersfeld, was willst du? Ich komme nicht mehr mit. Meinetwegen, mein. Das sind sogar drei Züge, die ich jetzt hier als Problem rumstehen habe. Ah, oh, Kinners. Ich kann nicht noch 1000 annehmen. Ich glaube, noch eins hat geklingelt, war. Nee, das war alles. Wie viel Uhr haben wir denn? 11. Heißt, der hat noch Zeit, der hat noch Zeit. Der. Das wollte ich nicht. Der ist glücklich und zufrieden. Der hat ein Problem. Der ist auf dem Weg und zwar schon hier. Der. Der mir hier rübergeleitet haben. Nur der kommt hin. Alter, Neuhof. Alles klar. Das ist schön. Ich komme ja aber eh nicht hinterher. Jetzt müssen wir aber direkt mal den Zugfunk hier. Der soll mich mal mit Zug 1173 verbinden.
der vor dem schönen roten Signal steht. Wow. Okay. Wir müssen halt warten, bis er steht. Weil ich wollte ihm jetzt die Genehmigung erteilen, dass er über ein rotes Signal fahren darf. Aber können wir wohl erst machen, wenn der steht. Jetzt steht er. Schön. So, dann mal wieder 11:73. Was haben wir sonst hier noch für Züge? Der da. Ja, hier. So, so sieht das Formular aus. Sie dürfen an Signal W254 vorbeifahren. Paul Schulz. Otto Heine heißen wir. Interessant. Und da will Neuhof was. Ohne Spaß, Neuhof kann mich jetzt mal. So. Hilfe! O257.Z7. Dann haben wir den hier erstmal weg. Der da ist unterwegs. Nein, Zugbildung nicht, sondern der ist aber auch unterwegs. Der, ich klicke immer auf Zugbildung, das ist eine Pracht. Ach, der ist mir egal. Okay, der wird ein Problem. Die ganzen Züge aus Gersfeld sowieso. Ich verstehe nicht, warum das mit dem Kurbeln nicht funktioniert, aber naja. Das wird einfach eine Pracht. Ich sehe das schon. So, bei dem machen wir es jetzt mal anders, weil den kriege ich hier nicht mehr unter. Den schaffen wir hier jetzt mal über diese Brücke. An Gleis 3, 1. An Gleis 1 steht ja gerade kein Zug und wird dort demnächst kein Zug kommen. So, für einen Einsteiger ist das hier unglaublich schwer durchzublicken, das weiß ich, aber nach ein paar Mal hat man's. Alles klar, der Zug ist abgefrühstückt. Ich komme hier nicht mehr hinterher. Der Zug an Gleis 4 hat immer noch ein Problem. Bei dem Güterzug mal kurz nachhaken. 52. Die 3 davor ist übrigens die Ordnungszahl, wohin der fährt. Heißt, die Zugnummer ist 52610. 52610. Der fährt ganz normal hier durch. Heißt, das können wir dann auch so einstellen. Der macht eh selbst den Betrieb. Wir haben ein kaputtes Signal, ist das nicht schön? Neuhof hat gerade angerufen. Ich regel das mal kurz so. Neuhof will uns sagen, dass wieder ein Zug abgefahren ist. Hier ist gerade kein Zug. Ich hoffe, der Selbststellbetrieb regelt das da. So, 52844, der da. Der geht auch ganz normal da durch. Alles klar. Eigentlich gehen die alle ganz normal durch, es sei denn, ist es da irgendwo vermerkt. Aber aha, Selbststellbetrieb. Ist eine Pracht. Weil ich weiß immer nie, wo der Selbststellbetrieb greift, weil da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er nicht greift. Ja, wie gesagt, kaputtes Signal. Wollte ich die Leitstelle drüber informieren. So. Ich habe eine Störung an einem Signal. Bei Signal F94. Und dann regelt das der Stefan für uns. Das ist schön. Ansonsten komme ich nicht nach. Der wechselt auch nicht die Zugnummer. Das ist seltsam. Naja, ist mir egal. Ich sehe nur die Demo-Version.
In der normalen Version könnte ich dann Rangieraufträge erstellen. Wer kann das will abfahren? Übrigens war das eine scheiß Idee, dass ich diesen Zug hier rüber fahren lasse, weil an Gleis 7 kommt er wegen der HLB eh nicht weit. Heißt, ich werde ihn jetzt auf Gleis 6 bringen. Man kann allerdings von diesem Gleis hier, von Gleis 257, keinen Zug auf Gleis 6 bringen. Weil, funktioniert halt nicht, sieht man. Das wären die drei möglichen Signale, die sind eh belegt hier wegen den Zügen. Heißt, man muss den Zug über das Gleis 258 bringen. Da funktioniert das dann auch. Und ich habe jetzt nicht zuerst hier diese Verbindung vom Gleis 337 zu Gleis 258 gemacht, weil der Durchrutschweg verläuft nämlich hier über diese Weiche und dann funktioniert das hier nicht mehr. Heißt, ich stelle das zuerst hier ein und dann kommt das Signal. Alles klar. Das war so klar, dass das Signal S3 wieder nicht macht, wie ich will. Das ist irgendwie immer so. Ist eine Pracht. Deshalb spiele ich nicht gerne mit Selbststellbetrieb. Auch wenn es realer sein könnte. Abfahrt. Und zwar an Gleis 8. Z8 plus Punkt N47, N47.88. Eigentlich übernimmt das schon der Selbststellbetrieb, aber ich mache es einfach mal YOLO, weil ich es irgendwie immer mache und das so eine Angewohnheit ist. So, Weichen werden gestellt und ich sehe hier einfach nur alles rot und keine Ahnung. Das ist eh eine Pracht. Das ist sowieso eine Pracht. Ah Gott, das ist eine Pracht, das ist eine Pracht, das ist eine Pracht. Bla 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 bla. Aber sonst läuft's gut. Ah, und da sind wir am Ende. Wunderbar. Ja, was heißt wunderbar? Also man sieht, mit der Zeit wird das ein reinstes Chaos hier. Vor allem mit den schweren Einstellungen, die ich jetzt getätigt habe. Ich werde das eh nochmal ein bisschen umstellen. Und mit den drei HLBs, die nicht kuppeln wollen. Wobei, das ist halt ein Problem der Demo-Version. Aber trotzdem habe ich sehr schwere Einstellungen getätigt. Und, und dieses Chaos mag ich einfach. Mit den zwei Bildschirmen, wenn ich die zwei Bildschirme wirklich so nutzen würde, wie ich sie normalerweise nutze, dann wäre das auch nicht ganz so ein Chaos, dann würde ich das besser hinkriegen, aber so war das schon verdammt schwierig. Und ich werde die Einstellung jetzt auch mal wieder ein bisschen leichter machen. Es war... Also man sieht, man hat hier einiges zu tun. Zum Beispiel, es gibt eine, ich sag mal, eine Demo-Version. Also es ist ein Stellwerk, was total klein ist und deshalb nichts kostet. Hat drei Gleise, und wenn man da halt auch wirklich auf total auf Experte geht, dann ist in jedem zweiten Zug irgendwie eine Schlägerei oder ist eine Frau irgendwie schwanger, war das glaube ich hier oder sowas. Und hier bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt auf Experte gespielt. Das ist aber nicht das erste Mal, dass ich auf Experte spiele. Und ich hatte es noch nie, dass irgendeine Schlägerei oder so im Zug war. Geschweige denn, dass ein ICE stehen musste. Ich hatte schon zweimal, dass der Regionalexpress nach Frankfurt stehen musste. Aber dass ein ICE stehen musste, noch nie. Heißt, es ist jetzt gerade Premiere, aber anscheinend habe ich wirklich harte Einstellungen gemacht. Ja, jetzt bietet er mir wieder an, das Spiel zu kaufen. Man sieht jetzt, warum ich es nicht gekauft habe. Bisher zumindest noch nicht. Also ich habe wirklich vor, das zu kaufen. Weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, aber 99 Euro, das ist ein Happen. Hier ist Windows 10 gar nicht angegeben, aber man sieht, es funktioniert auch bei Windows 10. Naja. Also dann, danke fürs Zugucken und tschüss.